Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem Haribo-Schnelltest. Heute habe ich für euch die Haribo-Milchbeeren am Start. Die Tüte hat mir die liebe Eva vor die Nase gehalten und gesagt, hier Yoshi, taste mal die ganzen Sachen hier, beziehungsweise die Haribo. Auf Empfehlung von Eva vom Do-It-Yourself-Kanal. Und habe ich gesagt, Eva, gar keine Frage, ich mache das sofort. Ja, Freunde, die Milchbeeren, was erwartet uns? Wir haben hier mehrere Geschmacksrichtungen am Start. Wir haben einmal die Emma mit Erdbeergeschmack, dann haben wir hier Emil mit Zitrone, Anton mit Orange, die Mia wird nach Kirsche schmecken, den Ben nach Apfel und die Frieda nach Himbeer. Bei den Milchbeeren ist es so, dass unter diesen Geschmacksrichtungen dieser Milchschaum drunter ist und dabei ist. Und ja, Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir tasten das Ganze direkt. Das Problem ist nur, ich krieg die Tüte mal wieder nicht. Ah doch, ich habe es auch aufgekriegt. So, boom, 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 boom. So sieht das Ganze aus. Also es riecht auch schon, ja, sehr lecker. Guten Fruchtgummis hier. So, mal schauen, ob ich die Geschmacksrichtung schnell hier aussortieren kann, damit ich euch nachher auch ranken kann, was am besten schmeckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe nur 5. Was fehlt mir denn? Das sieht hier so nach. Das müsste, glaube ich, Erdbeer sein. Oder Kirsche sogar. Mir fehlt noch. Ich nehme mal das hier. Das ist ein bisschen heller. Also, ich gehe davon aus, dass hier müsste Erdbeer sein. Das könnte Kirsche sein, die gute Mia. Und das hier vielleicht Himbeer. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Freunde, wir werden einfach mal lostasten. Und dann probiere ich erstmal hier die Zitrone. Mh, die sind sehr weich. Womit kann man die vergleichen? Also die Zitrone schmeckt sehr gut. Als Vergleich mit dem Milchschaum drunter. Fällt mir jetzt nicht ein, aber es könnte so in die Lach 2, whatever. Ah, wie heißt die Süßigkeit nochmal? Ich weiß es schon wieder nicht. Lachgummi? Oder? Nee. Irgendeine Katjas Richtung. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen, womit man dann vergleichen kann. Jetzt habe ich ein paar Sachen hier rum mich geschmissen. Vergiss das einfach, was ich gesagt habe. Zitrone schmeckt sehr gut. Dann machen wir mit Orange weiter. Erstaunlicherweise gut. Ich bin ja nicht so der Orangen-Fan. Aber Zitrone finde ich dann Tacken besser. Dann kommen wir zu. Was habe ich da dazu gesagt? Ich meine, das wäre Kirsche. Das ist Erdbeer. Sehr gut. Finde ich auch nicht so schlecht. Mach ich mal hier so. Dann kommen wir zu Apfel. Sehr gut. Dann müsste das hier Kirsche sein. Noch besser. Okay. Und dann kommen wir zu Himbeere. Also eigentlich muss ich sagen, die schmecken mir alle sehr gut. Generell die Haribo Milchbeeren finde ich sehr gut. Sind sehr schön weich, schmecken sehr lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diese zu tasten, dann tut es. Es ist auf jeden Fall kein Fehlkauf. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Einmal kurz zum Ranking. Freunde, so, auf Platz 1, was mir am besten geschmeckt hat, da haben wir einmal die Kirsche, dann kommen wir auf Platz 2 die Erdbeeren, dann auf Platz 3 Zitrone, auf Platz 4 Apfel, dann erstaunlicherweise auf Platz 5 Orange und dann Himbeer auf Platz 6. Freunde, das war's mit dem Haribo Milchbeeren-Schnelltest. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, das Video wäre nicht so cool, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere frische Videos mit uns schauen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss!